boom, shakalaka, hey. Shakalaka, boom, ho. Alles explodiert, 3, 2, 1, boom. Wir befinden uns also im Rathaus. In der letzten Folge haben wir Chris und Cherry ziehen lassen. Durchsucht alles von oben bis unten. Auch wenn die Söldner von denen, Jake hier angehört, eigentlich verantwortlich sind für große BSAA-Verluste. Tja, und hier sehen wir Beamte beim Arbeiten. Was ist eigentlich hier passiert? Jetzt wissen wir also, warum wir hier sind. Wegen diesem Vorfall, und das sieht sehr... Hier drüben! Ich empfange etwas von der anderen Seite der Tür. Pierce, Finn, mir nach. Alle anderen suchen hier draußen weiter. HQ, drei von uns trennen sich von der Gruppe und dringen weiter in das Gebäude ein. Hier ist ein Schatz, Robin. Wo? Da, wo ich bin. Was ich sagen wollte, das sieht wirklich aus. Also scheinbar sind das hier Menschen, die... Naja, irgendwie in Kokons oder wie das heißt. Es ist auf jeden Fall nicht sehr lecker, sagen wir mal so. Genau, wo war jetzt der Schatz? Ich sehe dich. Na, komm mal hinterher. Ah, da. So, hier. Ich kann dich wirklich von den anderen Soldaten nicht unterscheiden. Also da hatte der Jake schon ein bisschen recht. Rechts. Ja, nicht mal hier mit deinen Oberflächlichkeiten. So und da an der Wand. Okay, danke. Ja, bitte. Ja, sehr interessantes Gebäude. Warum das? Ah, ja. Ja, die Leute. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass hier irgendwie noch aus diesen Dingern was rauskommt. Das habe ich auch schon vermutet. Das wäre dann wieder oberlecker. Das könnte also die Brutstätte für neue Zombies sein. So, hier gibt's nichts weiter. Kennen wir ja auch noch aus Resident Evil 5, diese Spinnen oder was das. Oh ja. Naja. Da habe ich mich geekelt beim ersten Mal. Insekten. Zum Glück haben wir das nicht blind gespielt, das Let's Play. Dann hätte ich diese Ekelanfälle bekommen dann im Let's Play. Also. Was ist denn hier passiert? Blut. Das ist Edda! Was? Da war Edda! Ich hab's nicht gesehen. Edda stand. Oh! Zeige ich denn etwa, Edda stand hier? Hier, wo ich jetzt stehe. Da habe ich sie gesehen, dann ist sie weg. Das war auch so erschreckend, oder? Ja. Ja, weil die ist ja so ein bisschen mysteriös. Wir wissen im Prinzip noch gar nichts über sie. Und trotzdem ist sie dabei, irgendwie bei jedem Team. Ja. Und ich glaube, Chris' Team hat sich zur Aufgabe gemacht, sie zu finden, oder? Ja, sie zur Rede zu stellen. Ja. Oh ja, das etwas bescheidenere Klo in dem Rathaus. Also, was das für ein Rathaus hier ist. Naja, das meine ich jetzt ein bisschen mit übertriebener Darstellung. Also, was ich auch jetzt hier in dem China-Teil gesagt habe, du hast gesagt, gut, die Ghettos sind normal. Ja. Da gebe ich dir recht, aber das war ein bisschen schon übertrieben. Also, das Rathaus ist natürlich hier ein bisschen. Könnte verlassen sein, aber. Ja. Oh. Bäh, das ist eklig. Das ist eklig. Das war ja so klar. Oh ja. Na lecker. So, wo ist die Schwachstelle von dem Teil? Oben. Ach da, ja. Der Zipfel oder nee? Hä? Warte mal. Autsch. Ja, man kann den Panzer abschießen scheinbar. Und dann ist das alles... Die Panzer? Ist der gesamte Körper die Schwachstelle, glaube ich, oder? Es schlüpfen mehr. Als nur einer. Oh oh. Oh, wir hatten die gleiche Idee. Granaten, jawohl. Ey, bei mir geht nichts ab hier irgendwie durch Schießen. Ja. Können wir vielleicht die
Die schon vorher irgendwie töten? Nee, das geht nicht. Oh doch, der eine ist schon tot jetzt. Ach so? Mhm. Ja, stimmt. Der hat jetzt ja auch die Statue fallen gelassen. Hä? Boah. Ja, wir sollten uns beeilen, weil es gibt schon immer wieder neue. Dass wir nicht ganz so viele haben. Auf einmal. Okay, Aufgabe war ja, eliminieren sie alle Feinde. Also bitte mal kommen. Ja. Der hat mich eingeschlossen. Oh. Hä? Ich glaube, der ist wütend. So, Kruste abmachen. Jawohl. Die Erdkruste. Ich habe ja heute Geografie-Klausur geschrieben. Passt das? Sehr schön. Ja, die ich schon vor ein paar Wochen geschrieben habe. Also, ja. Aber du dafür mit mehr Fachbegriffen bist. So. Na gut, die Klausur an sich ging eigentlich. Aber... Da muss man sich vorstellen, da sind wir auf dem Schulhof. Wir haben das gleiche Thema, auf verschiedene Geo-Kurse. Der labert mich dann mit irgendwelchen Zeugs zu, weil ich noch nie gehört habe, aber trotzdem gleiches Thema. Ich so, oh, scheiße. Oh, puh. Ist noch einer da? Nö. Durchsuchen Sie den Rest des Gebäudes, aber bleiben Sie wachsam. Oh, ich habe kaum noch Munition. Das ist wirklich unser Sprengmeister hier. Ja. Wie viel der mitzucken muss, ja? Ja. Nicht wenig C4. Geht dir das auch so? Ich habe so wirklich wenig Munition, das ist fast schon. Im Moment geht es, am Anfang hatte ich ein Problem. Nee. Ich dachte, die Fässer gehen mal wieder kaputt. So, da hinten geht's weiter. Oh, lololo. Oh, der hat ja hier auf Tatten, der. Ja, ja, ich muss schön Nahkampf. Gut, super. Ran. Weg. Wenn du da vorstehst und ich auf dich schieße, zählt das eigentlich auch als Nicht-Treffer? Also und. Ja. Geht das gegen meine Präzision? Ja. Mist. Ist die Frage, geht Nahkampf gegen Präzision? Nee, glaube ich nicht, oder? Dann hätte man. Ich meine, meine Präzision wird eben Keller sein nach der Szene hier, nach dem Kapitel. Ich bin ja mal gespannt, was hier drin im Rathaus noch ist. Das sehen wir jetzt scheinbar. Captain. C-Virus. So haben es die Guerillakämpfer genannt. Schön, dass die Kavallerie endlich da ist. Wer sind Sie? Ich arbeite hier. Mein Name ist Ada Wong. Ich war Ihre Geisel. C-Virus. Das muss die Entstehung der Yavo verursacht haben. Ja, da haben Sie mal drüber geredet. Was haben Sie noch gehört? Wie wär's, wenn Sie erstmal die Waffen unternehmen? Nicht, bis wir uns einen Grund dazu geben. Ach. Neo Umbrella. Neo Umbrella? Die Organisation, die die Guerilla unterstützt. Zumindest glaube ich, dass sie sich so genannt haben. Der C-Virus kam also von Ihnen? Mehr weiß ich nicht. Danke, wir schätzen Ihre Kooperation. Finn. Sie werden auf Sie aufpassen. Ja, Sir. Behalten Sie sie im Auge. Verstanden. Wir haben eine der Angestellten gefunden. Kehren jetzt zurück ins Foyer. Kommen Sie, ich zeige Ihnen eine Abkürzung zurück zum Eingang. Das ist doch. Das ist doch ein falsches Spiel, was hier gespielt wird. Ja, diese Ada, also bei Leon war sie ja eher sympathisch und hier. Sie. Naja, man weiß noch nicht. Sehr. Geheimnisvoll auf alle Fälle. Einen tiefen Ausschnitt hat sie in beiden Szenarien gehabt. Und. Wenn gesagt wird hier, der neue, wie heißt der? Finn soll auf sie aufpassen und irgendwann ist er nicht mehr da. Und Leon hat später Hass auf die Ada, also mal sehen, in welchem Zusammenhang er steht.
Aber ich will nicht mutmaßen. Ich hab keine Ahnung. Tja. Und vor allem sie als Geisel, das kann ich mir beim Leben nicht vorstellen. Das stimmt. So, was gibt's denn hier jetzt? Was ist das Ziel? Hat bestimmt Ada irgendeinen Geheimgang? Wir müssen hier rein. Sag mal, ist ja nicht kalt, hier ist irgendwie Winter, oder? Ja. Ja, wie? Ach so, jetzt? Hä? Wie ist denn das passiert? Ada hat irgendwie... Weiß ich nicht. So. Ihre Freunde haben es nicht leicht. Hey, waren wir hier nicht schon mal? Behindern Sie uns nicht bei der Arbeit. Nee, ich glaub nicht. Oh. Oh, toll. Boah, ist ja eklig. Ist das so eklig, echt. Und wieder alle Feinde eliminieren. Super, schöne Aufgabe, wie immer. Wir haben ja... Das machen wir doch gerne. Wir haben ja zahlreiche Unterstützung. Damit die Ada hier nicht... Boah, na klasse. Haben wir ein neues Haustier? Oh, ja, doch. Immer gern. Warte mal, Mist. Was macht der denn? Der hat mich, ich wollte eigentlich eins drücken, aber irgendwie bin ich ja noch vorgekommen. Ja, ist nicht so schlimm, aber der hat mir gerade richtig viel abgezogen. Richtig viel an Gesundheit. Ja, der zockt halt gut. Wir sollten nicht weitergehen, wenn so viele Feinde hier sind. Nee, bloß nicht. Naja, die uns dann auch nur in den Rücken fallen. Ach so, meine Munition ist alle. Ja. Ach. Wir hatten jetzt die Sturmschrotflinte. Wir hatten keine Munitionsprobleme. Ich hatte vorhin keine Munitionsprobleme. Oh, den habe ich jetzt noch, meine Sturmschrotflinte mit 25 Schuss. Was? 25? Bewegung! Ja. Ich nicht. Tja. Welche Tür denn? Die jetzt wieder aufspringen muss. Jawohl, wie immer. Na, jetzt mit der Ada war es interessant. Ja. Auf alle Fälle, also jetzt kommt auch ein bisschen Story rein, denke ich mal. Was die Kirche und das Rathaus hier so im Keller verbirgen, das finde ich immer richtig toll. So öffentliche Einrichtungen, oder? Ja. Das nächste Mal ist vielleicht die Schule, das ist ja auch. Oh, da erinnere ich mich wieder an diese eine Szene aus diesem Gruselspiel 4-2. Oh ja. Dass ja dieser eine Let's Player auf unserem Kanal nie weitergezockt hat. Ihr habt jetzt zusammen 4-3 zusammen. Ja, zusammen habt ihr das gemacht. Du hast ja gezockt, ja. Aber da war es dann auch mehr Ballerei. Das war es auf jeden Fall. Und ich bin gerade umringt. Eingekesselt. Oh, puh, du hast mich noch. Jetzt wollte ich schon wieder eins drücken, aber irgendwie habe ich mir das selber verpasst und du hast jetzt nichts bekommen. Na, cool. Ist nicht so schön. Wie der stirbt, als ob der irgendwie nochmal einen letzten Spaß hat oder so. Und dann. Jetzt verfolgt er mich wohl hier. Der zockt ja wirklich viel ab. Ja. Ich könnte mal wieder Nachschub gebrauchen. Wir müssen ja mehr erkunden, oder zumindest ich. Weil du findest ja scheinbar alles. Ja, ich schaue mal rum und ihr kämpft in der Zeit. Das könntest du mir ruhig mal mitteilen. Nee, hier sollen wir lang. Dann gucke ich nochmal. Ja, genau, dort hinten. Ich gib's doch denn noch einen Feind oder so. Wir sind fast draußen. Durchhalten, Leute. Nee, hier müssen. Nee. Hä? Wo sollen wir denn nun lang? Das weiß ich auch nicht so genau. Scheinbar gibt's zwei Wege. Geh du mal den einen, ich geh mal den anderen. Okay. Hä? Ja, achso. Nee, hier ist dann die Tür.
Boah. Dann gucke ich jetzt mal. Na, dann wieder zurück. Oh, hier sind Gegner. Gegner. Aber bitte nicht die großen. Boah. Doch. Hm. Oh, dafür gibt es ja Fähigkeitspunkte, die wir dann wieder einlösen können. Ja. Die hätte ich wieder beinahe vergessen, aber... So, die folgen uns hier. Schauen wir mal, was es hier oben noch so Schönes gibt. Oh. Nichts weiter. Also, doch, also gibt schon was, aber... Munition ist auf jeden Fall für mich. Ja, Munition. Gut, dann können wir weitergehen. So, was sagt denn die Uhrzeit? Oh ja, du hast genau richtig gefragt. Auf die Sekunde genau, stimmt's. Nein. Fast, aber auf die Minute fast. Auf jeden Fall genau. So, diese Tür treten wir dann ein in der darauffolgenden Folge. Oder treten wir Ella ein? Ja, mal sehen. Die ist ja schon bewaffnet. Das passt irgendwie gar nicht, weil wir waren ja erst so misstrauisch. Warum haben wir ja dann eine Waffe? Und sie hat Absatzschuhe. Das ist ja typisch. Das ist wichtig. Hat ja, wie heißt sie? Jetzt fällt es mir nicht ein. Sherry. Ja, Sherry und auch aus Resident Evil 5. Also kleine Motivation, weitere Vorzüge von Ada gibt's in der nächsten Folge. Bis dahin.